Ich bin dankbar, Teil dieser Zusammenkunft glaubenstreuer Frauen aus aller Welt zu sein. Ich habe Tausende von ihnen in verschiedenen Ländern kennengelernt. Ihre Glaubenstreue und Hingabe haben mich gestärkt. Ihr Beispiel an Güte und Engagement im Evangelium haben mich inspiriert. Ihr stiller, selbstloser Dienst am Nächsten und ihr Zeugnis haben mich demütig gestimmt. Ich werde einer jeden von Ihnen dieselben Fragen stellen, die ich vielen bei unseren Gesprächen gestellt habe. Was hilft Ihnen, standhaft und unverrückbar zu sein, wenn Sie sich den Herausforderungen stellen, durch die Ihr Glaube geprüft wird? Was trägt Sie durch Prüfung und Not? Was hilft Ihnen, auszuharren und ein wahrer Jünger Christi zu werden? Einige Ihrer Antworten waren: Ihr Wissen, dass der Vater im Himmel Sie liebt und für Sie sorgt. Ihre Hoffnung, dass sich durch das Sühnopfer Jesu Christi all die Segnungen erfüllen werden, die den Glaubenstreuen verheißen sind. Ihr Wissen vom Erlösungsplan. In meiner heutigen Botschaft werde ich diese Glaubensbekenntnisse, die aus Ihrem Herzen kommen, weiter ausführen. Im Römerbrief heißt es: So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das erste Mal, dass ich mit völliger Gewissheit spürte, dass der Vater im Himmel mich kennt, liebt und für mich sorgt, war bei meiner Taufe, als ich 15 Jahre alt war. Ich wusste bereits davor, dass es Gott gibt und dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist. Ich hatte an sie geglaubt und sie geliebt, aber nie verspürt, dass auch sie mich liebten und für mich sorgten, bis ich an jedem Tag voller Freude den Taufbund einging. Ich erkannte, was es für ein großes Wunder war, dass die Missionare mich gefunden und unterwiesen hatten, weil es ja nur eine Handvoll Missionare unter 2 Millionen Menschen gab. Damals wurde mir klar, dass der Vater im Himmel mich kennt und auf so besondere Weise liebt, dass er die Missionare zu mir geführt hatte. Ich weiß jetzt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Das ist wahr, weil wir seine Kinder sind. Und er den Wunsch hat, dass wir alle Freude und ewiges Glück erlangen. Sein Werk und seine Herrlichkeit bestehen darin, uns Unsterblichkeit und ewiges Leben zu ermöglichen. Deshalb hat er einen ewigen Plan des Glücklichseins für uns vorgesehen. Der Zweck des Lebens besteht darin, dass wir ewiges Leben und Erhöhung erlangen und anderen helfen, dies zu erreichen. Gott erschuf diese Erde, damit wir einen Körper erhalten, uns unser Glaube geprüft wird. Er schenkte uns die Gabe der Entscheidungsfreiheit, durch die wir den Weg wählen können, der zu ewigem Glück führt. Der Erlösungsplan des Vaters ist für Sie und für mich gedacht. Er ist für all seine Kinder gedacht. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Und er gab ihnen Gebote, dass sie den Herrn, ihren Gott, anbeten sollten. Und Adam war den Geboten des Herrn gehorsam. Adam und Eva brachten Kinder zur Welt und der Plan wurde weiter umgesetzt. Ich weiß, dass jede von uns eine wesentliche und unerlässliche Rolle als eine Tochter Gottes innehat. Er hat seinen Töchtern göttliche Eigenschaften verliehen, damit sein Werk vorangebracht wird. Gott hat die Frauen mit dem Werk betraut, Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Es gibt kein wichtigeres Werk. Es ist eine heilige Berufung. Das edelste Amt für eine Frau ist, eine ewige Familie zu gründen. Idealerweise gemeinsam mit ihrem Mann. Mir ist bewusst, dass einige Schwestern noch nicht mit einer Ehe oder Kindern gesegnet sind. Ich versichere Ihnen, dass Sie zu gegebener Zeit alle Segnungen empfangen werden, die den Glaubenstreuen verheißen sind. Sie müssen mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und bis ans Ende ausharren, um ewiges Leben zu haben. Aus ewiger Sicht werden Ihnen diese Segnungen nur einen kleinen Augenblick vorenthalten bleiben. Außerdem müssen Sie nicht verheiratet sein, um die Gebote zu halten und Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten zu umsorgen. Ihre Gaben, Ihre Fähigkeiten und Ihre geistige Stärke werden für den Aufbau des Gottesreiches gebraucht.
Der Herr vertraut auf ihre Bereitschaft, diesen Aufgaben nachzukommen. Der Herr hat gesagt, ich vergesse dich nicht, sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Der Herr hat sie lieb. Er kennt ihre Hoffnungen und Enttäuschungen. Er wird sie nicht vergessen, weil ihre Schmerzen und ihr Leid beständig vor ihm ausgebreitet sind. Gottes Bereitschaft, seinen geliebten Sohn Jesus Christus zu senden, damit er für unsere Sünden sühne und unser Erlöser sei, zeigt am deutlichsten, wie sehr er uns liebt. Bei Johannes lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Der Erlöser sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Die Bereitschaft Jesu Christi, das Opferlamm zu sein, war Ausdruck seiner Liebe für den Vater und seiner grenzenlosen Liebe für jeden von uns. Jesaja beschreibt das Leiden des Erlösers. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr selbst hat erklärt, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Er zerriss die Bande des Todes und ermöglichte der gesamten Menschheit die Auferstehung. Er schenkte uns die Unsterblichkeit. Jesus Christus nahm unsere Sünden auf sich, litt und starb, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu befriedigen, damit wir nicht leiden müssen, wenn wir umkehren. Wir zeigen, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen, von unseren Sünden umkehren und die errettenden heiligen Handlungen empfangen, die erforderlich sind, um in Gottes Gegenwart einzutreten. Diese heiligen Handlungen sind Symbole der Bündnisse, die wir eingehen. Die Bündnisse des Gehorsams gegenüber seinem Gesetz binden uns an Gott und stärken unseren Glauben. Unser Glaube und unsere Beständigkeit an Christus werden uns den Mut und die Zuversicht verleihen, die wir brauchen, um den Prüfungen des Lebens zu begegnen. Kurz nachdem mein Mann 1992 als Präsident der Paraguay-Mission Asunción berufen worden war, besuchten wir eine Zweikonferenz in einem entlegenen Ort der Region Chaco. Wir waren 4 Stunden auf einer gepflasterten Straße unterwegs und weitere 7 auf einer ungepflasterten. Wir vergaßen die Fahrt jedoch schnell, als wir die glücklichen und freundlichen Mitglieder in Mistolar begrüßten. Der junge Zweigpräsident hieß Julio Yegros. Er und seine Frau Margarita gehörten zu den wenigen Familien, die im Tempel gesiegelt worden waren. Ich bat sie darum, von ihrer Fahrt zum Tempel zu berichten. Der nächstgelegene Tempel zu dieser Zeit war der Buenos Aires-Tempel in Argentinien. Von Mistolar aus brauchte man für den Weg 27 Stunden und sie hatten ihre 2 kleinen Kinder mitgenommen. Es war mitten im bitterkalten Winter, doch unter vielen Opfern schafften sie es zum Tempel und wurden als ewige Familie aneinander gesiegelt. Auf dem Rückweg wurden die beiden Kinder sehr krank und starben. Sie beerdigten sie unterwegs und kamen mit leeren Händen nach Hause. Sie waren traurig und einsam, spürten jedoch erstaunlicherweise Trost und Frieden. Sie schilderten es so: Unsere Kinder wurden im Haus des Herrn an uns gesiegelt. Wir wissen, dass wir für alle Ewigkeit vereint sein werden. Dieses Bewusstsein ist uns Trost und schenkt uns Frieden. Wir müssen würdig bleiben und die Bündnisse halten, die wir im Tempel geschlossen haben. Dann werden wir mit ihnen wieder vereint sein. Wie können wir größeren Glauben und größere Hoffnung haben, um wie diese Mitglieder in Paraguay zu sein? Wie festigen wir unseren Glauben an die Glaubensbekenntnisse, die ich immer wieder von so vielen von Ihnen höre, nämlich, dass Gott sie liebt, dass sie darauf vertrauen, seine Segnungen zu empfangen, dass sie den Plan der Erlösung durch Jesus Christus verstehen und ihre Rolle in seinem Plan? Ich möchte Ihnen 4 Punkte ans Herz legen, die mir geholfen haben. Gebet, Schriftstudium, Gehorsam und Dienst am Nächsten. Beim Beten kommunizieren wir mit dem Vater im Himmel. Wenn wir beten, teilen wir ihm mit, dass wir an ihn glauben und erkennen seine Macht an uns zu segnen.
In Alma lesen wir, berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Schriftstudium. Den Plan des himmlischen Vaters zu kennen und zu verstehen, hilft uns zu erkennen, wer wir sind und wer wir werden sollen. Der Herr hat geboten, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Für jede Frau ist es erforderlich, in den Heiligen Schriften zu studieren. Wenn wir die darin enthaltenen Wahrheiten besser kennenlernen, werden wir sie umsetzen können und besser in der Lage sein, Gottes Absichten zu Wege zu bringen. Das tägliche persönliche Gebet und Schriftstudium tragen außerdem dazu bei, dass der Einfluss und die Macht des Heiligen Geistes zugegen sind. Gehorsam. Der Herr hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Durch treuen Gehorsam können wir göttliche Eigenschaften entwickeln und eine Herzenswandlung erfahren. Im Buch Lehre und Bündnisse wird uns geraten, halte an den Bündnissen fest, die du gemacht hast. Halte beständig meine Gebote und eine Krone der Rechtschaffenheit wirst du empfangen. Unsere Verpflichtung, nach dem Evangelium zu leben, nährt unseren Glauben und unsere Hoffnung an Jesus Christus. Dienst am Nächsten. Es gibt viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Von jeder Schwester wird erwartet, dass sie die Armen und Bedürftigen unter uns und in unserem Umfeld ausfindig macht und ihnen hilft. Arm und bedürftig bezieht sich auch auf geistige und emotionale Bedürfnisse. Jeder hat außerdem den Auftrag, die Verstorbenen zu erretten. Dazu können wir Genealogie betreiben und Tempelarbeit verrichten. Uns ist geboten, anderen das Evangelium nahezubringen, und es gibt viele Möglichkeiten, Missionsarbeit zu leisten. All dies sind Möglichkeiten, mit denen wir dem Herrn dienen können. Der Herr erwartet von denen, die stark sind, dass sie die Schwachen stärken. Ihr eigener Glaube wird gefestigt, wenn sie die Kinder des Herrn aufbauen. Ich weiß, dass der Vater im Himmel jedes seiner Kinder vollkommen, ganz persönlich und beständig liebt. Ich weiß, dass wir Frauen eine wesentliche Rolle im Plan des Glücklichseins spielen. Er erwartet von uns, dass wir unser Bestes geben. Jede von uns wird gebraucht, das Reich Gottes zu errichten. Das Sühnopfer ist Wirklichkeit. Jesus Christus ist unser Heiland und Erretter. Wenn wir treu sind und bis ans Ende ausharren, werden wir alle Segnungen des himmlischen Vaters empfangen, nämlich das ewige Leben und die Erhöhung. Im Namen Jesu Christi. Amen.